Herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog, diesmal aus dem wunderschönen Bremen, nicht mehr in Wiesbaden. Genau, wir gehen jetzt erstmal eine Runde mit Ayuna. Gleich gehen wir in den Bürgerpark, wir kommen nämlich aus Bremen, das ist hier der größte Stadtpark, ein paar Videos aufnehmen. Ja, für unsere Social Media Marketing Agentur und auch für unsere Personal Brand. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt hier im Bürgerpark auf der Suche zu dem perfekten Spot, wo wir ein paar Videos aufnehmen können für unsere Marketingagentur, wie du auch gerade schon gesagt hast, wie Filippo gerade schon gesagt hat. Und ja, da laufen wir ein bisschen rum, ein bisschen die Beine vertreten, das gute Wetter genießen, in der Natur sein. Ist auch eine gute Pause, eine gute Alternative zum Arbeiten. Und dann geht es auch auf jeden Fall gleich wieder an den Schreibtisch. So, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Wir sind hier die ganze Zeit am Videos aufnehmen. Wir haben ja den Hund dabei, der war nicht angeleint. Jetzt haben uns schon zweimal so Leute vom Ordnungsamt ermahnt. Also die sind hier zivil unterwegs. Als erstes wussten wir nicht, dass wir vom Ordnungsamt sind, meinten, wir sollen den Hund anleihen. Dann sehen die uns wieder, wie wir ohne unangeleinten Hund hier lang spazieren. Dann zeigen die uns Ausweis und sagen so, ja, wir sollen jetzt hier sofort den Park verlassen, bekommen irgendwie einen Tag Verbot. Jetzt laufen die uns wieder hinterher. Wir wollten eigentlich so tun, als hätten wir den Park verlassen, aber sind jetzt doch in eine andere Richtung gegangen. Jetzt laufen die uns gerade die ganze Zeit hinterher und ja, wir müssen jetzt irgendwie einen Spot finden, wo wir trotzdem noch Videos aufnehmen können. Ja, wir hoffen, wir schaffen es auf jeden Fall, ohne hier noch Strafe zahlen zu müssen. Die meinten 150 Euro Strafe für unangeleinten Hund. Ja, da hat natürlich keiner Bock drauf. So, wir sind jetzt wieder in der guten Stube angekommen. Jetzt werden die Videos geschnitten, die wir gerade im Park aufgenommen haben. Und dann werden die auch später auf jeden Fall alle noch hochgeladen. So, wir sind jetzt fast durch mit den Videos schneiden. Es war auf jeden Fall wieder ein produktiver Tag, ein schöner Tag. Und lasst ein Like und ein Abo da und kommentiert, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.